Ja, also jetzt wiederhole ich nochmal die Frage an den NPD-Spitzenkandidaten Holger Apfel. Sie haben Ihr Ergebnis von 2004 fast halbiert. Waren die Parolen doch zu platt und zu einfach, Herr Apfel? Zunächst einmal gilt festzustellen, dass die NPD ihr wichtigstes Wahlziel erreicht hat. Die NPD wird erstmalig in der Geschichte ihrer Partei wieder in einen Landtag einziehen. Und zwar deutlich, wie wir inzwischen hören, mit 5,8%. Das ist also wahrlich keine Halbierung. Ich denke, wir haben hier mit den Werten Arbeit, Familie, Heimat klare Impulse setzen können. Das ist eine schallende Ohrfeige für die antideutschen Volksbetrüger, dass die NPD hier erstmalig wieder in ein Landtag einziehen wird. Sie werden aber vor allem als Protestpartei wahrgenommen vom Wähler. Und eigentlich wollte ich jetzt noch eine Frage an Herrn Tillich weiterreichen.